Ich habe das Thema ja ein bisschen zufällig geerbt. Für die Veranstaltung habe ich im Frühling zugesagt und gedacht, ich habe sicher Zeit im Oktober. Die Praxis hat dann gezeigt, dass das eigentlich eine recht turbulente Zeit ist bei mir. Ich habe jetzt stecke mitten in einem Projekt und war ein Wackelkandidat, ob ich überhaupt auftauche heute. Konkret führe ich gerade für den ORF den Future Zone Verkauf durch und der passiert genau von gestern auf heute. Das heißt, wenig geschlafen, viel getan und war auch ein bisschen lasch in der Vorbereitung. Noch dazu ist das ein Thema, mit dem ich mich, ich sage mal, philosophisch wenig auseinandergesetzt habe und vielleicht mehr von einer praktischen Seite herkomme. Entsprechend mache ich das Thema vielleicht auch aufziehen. Dinge, die passieren müssen, auch in der Form von, und ich glaube bei New Ventures, New Adventures, um auf das Unternehmertum zu reflektieren, Dinge, die passieren, weil sie keine andere Wahl haben, als zu passieren. Was treibt einen Unternehmer? Was hat mich getrieben? Und vielleicht auch ein paar Ratschläge, was kann man machen oder was sollte man vielleicht nicht machen. In der Autofahrt nach Salzburg gestern am Abend bin ich mit zwei Freunden und früheren Kollegen gefahren und kurz haben wir sinniert, um was es gehen könnte und schon waren wir eigentlich im Thema. Der eine Herr, was beide gemein haben, sie sind zufällig in mein berufliches Leben getreten und zwar haben sie irgendwann mal an die Tür geklopft und haben gefragt, hast du einen Job, können wir mitarbeiten? Der eine ist ein studierter Mediziner, der sein Leben lang unglaublich manisch und unglaublich viele unterschiedliche Sachen gemacht hat und macht. Und die Diskussion im Auto ist dann eigentlich schon wieder eine berufliche Diskussion geworden. Was er gesagt hat ist, weißt du Markus, die drei Sachen, die am meisten süchtig machen sind, studierter Mediziner, Kohlenhydrate, Heroin und ein Fixgehalt. Ja. Ein bisschen gestaunt, ein bisschen geschmunzelt. Ja. Schlussendlich dann ging die restliche Autofahrt darum, wie kann er sich selbstständig machen, was sind die Probleme, die er hat und was muss er diesbezüglich machen. Und ich habe mir gedacht, gerade bei der Frage, was treibt ein Unternehmer und was ist das Unternehmerprofil, vielleicht auch ein bisschen Anregung zu nehmen und zu schauen, was haben wir denn so gemeinsam, was uns treibt. Ja. In der Früh auch ein bisschen noch recherchiert und da gibt es ja jede Menge Studien und wie gesagt, mein Weg war nicht der, dass ich mir die Studie durchgelesen habe und dann mich entschieden habe, Unternehmer zu werden, sondern der war, es ist passiert. Ja. Was haben Unternehmer gemein? In einer gewissen Art und Weise meine ich, jeder Unternehmer ist psychologisch zumindest auffällig, hat irgendeinen Wahn, irgendetwas, was ihn wahnsinnig antreibt. Vielleicht hören wir von der Dr. Sänger nachher noch was dazu oder was der Grund dazu sein kann, dafür sein kann. Was sie noch alle gemein haben, sie können nicht aufhören zum Arbeiten, sie können nicht aufhören zum Denken, sie können nicht aufhören zum drüber reden. Ja, sie haben unglaublich viele Aktivitäten, die parallel laufen. Der Herr im Auto gestern hat Tickets verkauft, hat Wohnungen verkauft, hilft beim Hausverkauf mit, ist als Journalist tätig, hat nebenbei einen festen Job, hat schon x Internetplattformen versucht aufzubauen, ist irrsinnig, ist ein Charakter spezifisch, ist selbstsicher, gleichzeitig ein Visionär, manchmal auch ein bisschen illusionärisch vielleicht, manchmal ein bisschen naiv. Denkt in Schubladen, solange sie helfen, ja, solange bis er ansteht und dann lauft er weiter, falls er draufkommt, das funktioniert nicht. Die Liste von den Charaktereigenschaften, ich habe versucht, das mir ein bisschen aufzuschreiben, ist eine unendlich lange und ich glaube eine ganz spannende und nicht nur eine zufällige. Es gibt eine ganze Reihe von klassischen demografischen Merkmalen, wie schaut denn der Unternehmer aus, ja. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit kommt aus einer Unternehmerfamilie. Ja. 70% der Unternehmer haben ein stabiles Familienleben, was man wahrscheinlich, wie sich später herausstellt, auch braucht. Ja. Sie wollen alle immer ein bisschen gewinnen. Ja. Es ist Geld wichtig, aber der wahre Antrieb ist eigentlich, den Erfolg zu haben. Der letzte Vortrag hat mir gut gefallen, diese Frage, warum nicht, ja, why not? Ja, die Frage,
hört man permanent von einem Menschen mit einem starken Antrieb. Die Verbissenheit steht ihm ins Gesicht geschrieben, er hört nicht auf zum Arbeiten, er gibt nicht auf. Interessanterweise auch, der gesamte Freundeskreis ist ebenfalls irgendwo mit der Arbeit geprägt. Es gibt kaum wem, mit dem man nicht Projekte bespricht, es gibt kaum wem, mit dem man nicht gemeinsam ein Projekt machen will. Die Trennung Privatleben, berufliches Leben ist eine unglaublich verschwimmende. Selbstüberschätzung gehört auch dazu, wenn man sich die Statistiken anschaut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen tatsächlich einen großen Erfolg hat. Statistisch ist das nicht großartig. Ja? Also aus der USA einen Fall ausgerechnet. Knapp jedes tausendste Unternehmen schafft einen großen Erfolg. Ja? Also irgendwo muss man selbstüberschätzend sein, sonst würde man es nicht machen, schlussendlich. Ich habe dann auch ein bisschen darüber nachgedacht. Nebenbei 30-40% der Unternehmer scheitern auch beim ersten Mal. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, wie ist denn das bei mir so gewesen? Ja. Und das Unternehmertum, ja, geprägt durch die Leidenschaft, auch ein bisschen eine Leidenschaft, die Leidenschaft, weil es ist sehr anstrengend, es ist das ewige Laufen, es ist das Nicht-Stehen-Bleiben. Auch das Getriebensein, die große Karotte, die irgendwo vor einem hängt, der man nachgeben muss. Wie ging es bei mir? Ich habe klassisch HTL gemacht, ich habe neben der HTL schon immer so ein Büchlein gehabt, wo ich Ideen gehabt habe, bei jedem Wettbewerb, der irgendwo war, mitgemacht und wenn es der Lego-Bau-Wettbewerb war. Und schon sehr früh gewusst, dass ich selbstständig sein will, schon mit dem damaligen Lehrer in der HTL überlegt, ob wir nicht eine Firma machen sollten. Schlussendlich dann, das ist mein Salzburg-Bezug, 2 Jahre in Salzburg an der FH studiert. Nebenbei bei Max Mobil zum Arbeiten begonnen. Eine Sache, die sich sehr gut ergeben hat, ich habe einen Mentor gefunden in der Arbeit, meinen Vorgesetzten, der sich gedacht hat, mit dem können wir einiges machen und mich irrsinnig gefördert hat. Das war 1999 die Zeit, oder 98, 99 die Zeit, wo die Internetblase ganz großartig war. Ja. Ich war bei Max Mobil, ich war bei jeder Pressekonferenz, das Internet am Handy, ja, ein irrsinniges Selbstbewusstsein, jeder Journalist hat sich interessiert. So schwierig kann das nicht sein, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Selbstständig mit einer Firma, damals wap.at, und wir haben diese Starmania-Votings dieser Welt gemacht, also interaktives Fernsehen, interaktives Radio, irrsinnig viel SMS, Internet am Handy, in dem ganzen Bereich tätig gewesen. Ich habe mich mit Studienkollegen von mir selbstständig gemacht. Wir haben in Salzburg begonnen mit einem 1, 2, 3, 5, 10 Mann-Büro. Mit ganz viel Up and Downs. In der Zeit, wo wir dann sozusagen ein halbes Jahr am Weg waren, ist die Internetblase geplatzt, alles war ein Drama. Jeder hat gesagt, kann man Internet machen, Mobilfunk braucht doch eh keiner, Internet, wie schaut denn das aus am Handy? Ja. Aber ab einem gewissen Zeit auch nicht mehr aufhören können, weil ich es mir auch beweisen wollte. Ja. Und was sind so Zeiten, die Turbulenz reinbringen? Da gehören Gesellschafterstreits mit, ja. Leute, mit denen man mitgründet, die das Unternehmen verlassen, Leute, die weniger Commitment zeigen, wo man sich mehr versprochen hat. Geld, ja, wir haben unser ganzes Leben lang mehr Geld den Mitarbeitern gezahlt, als wir selber verdient haben. Ja. Und dann kam ein Punkt, wo wir das Gefühl hatten, wir kommen nicht mehr weiter, und ich will damit auch ein bisschen zeigen, welche Maßnahmen man setzen kann. Uns ging es mittlerweile gut. Ja. Jede Fernsehsendung hat ein SMS-Voting gehabt in der Zeit. Aber irgendwie ist es nicht, wir sind nicht über eine gewisse Grenze hinausgewachsen und haben dann begonnen, uns nach strategischen Optionen umzuschauen. Ja. Schlussendlich haben wir dann einen Merger an einem Tag mit 2 anderen Firmen gemacht, etwas, was kein normaler Mensch eigentlich machen würde, um unterschiedliche komplementäre Fähigkeiten von unterschiedlichen Teammitgliedern zusammenzubringen. Da war dabei unser jugendlicher Wahnsinn, wir waren die jüngste Firma von der ganzen Truppe, wenn auch die größte. Dann war dann daneben dabei eine ältere Firma, die sehr gut vernetzt war. Uns hat das Netzwerk gefehlt, eine Erkenntnis, ein Learning, das ich später gehabt habe. Und auch Distribution und Sales. Ich komme aus einer klassisch-technischen Ausbildung. All das, was sozusagen in meinem Leben nicht technisch geworden ist, hat sich durch das Arbeiten ergeben müssen und dann auch ergeben wollen und sollen. Und das hat auch irrsinnig Spaß gemacht. Ja. Die Firma hat sich irrsinnig gut entwickelt. Wir sind an die 130 Leute geworden, 4 Millionen Gewinn im Jahr und so weiter. Die Firma wurde dann verkauft, 2006 ein amerikanisches Unternehmen. Das war für österreichische Verhältnisse ein recht schöner Exit. Das waren 60 Millionen Euro. Also wir waren alle frei. Ja. Ich bin in die USA gezogen. Und irgendwann stand ich dann vor dem Punkt, da habe ich gesagt, was mache ich jetzt eigentlich? Ja? Jetzt die große Karotte, die ich mir 8 Jahre lang irgendwie vor die Augen gehalten habe, die ist auf einmal weg. Ja?
Lehre irgendwo auch ein bisschen. Ja. Habe mich dann eingesperrt über die Weihnachtsferien mit viel Musik, mit viel Büchern und habe versucht, Ideen zu finden. Ich muss wieder etwas machen. Bin dann schlussendlich zu drei Geschäftsideen gekommen. Eins davon war die Motors for People, die Personensuchmaschine, das andere ein Reiseportal und noch ein drittes. Und dachte mir, okay, was habe ich damals falsch gemacht? Ich war ein bisschen zu österreichisch, ich war ein bisschen zu wenig im Ausland, ich wollte zu wenig groß international wachsen, ich war zu wenig risikoaffin, ich habe nicht um Rat von älteren, erfahrenen Menschen gefragt. Eine Sache, die ich jetzt auch jedem eben in weiterer Laufbahn Unternehmer rate. Drei Firmen zum selben Moment, ja, daraus hat sich die Idee entwickelt, ich mache einen Inkubator, das heißt, wir entwickeln Geschäftsideen, suchen uns die Teams, ja, setzen Firmen auf, kümmern uns um die Finanzierung und helfen der Firma so im ersten Jahr den Startschwung zu bekommen, finanzieren selber und die Firmen in Selbstständigkeit zu entlassen. Und ich bin auch in der Suche oder mit der Erkenntnis der Jahre davor, ich brauche erfahrene Leute, dass es sowas wie Business Angels gibt, habe ich auch de facto nicht gewusst. Ja. Ich brauche erfahrene Leute, die mir helfen, nicht um Rat fragen können. Und bin dann aufgeschlagen, auch bei einem mittlerweile guten Freund, das ist ein ehemaliger Bertelsmann-Vorstand, der Herr Ballmann, ja, und bin dann aufgeschlagen, Herr Dr. Ballmann, ich habe eine Idee, ich mag da was machen. Ja. Er hat gesagt, wieso machen Sie nicht einfach mal Pause, tun Sie mal nichts. Ich gesagt, ich muss was machen. Denken Sie darüber nach, nehmen Sie eine Auszeit, überlegen Sie sich gut, was ich meine. Herr Ballmann, Sie verstehen mich nicht, ich muss was machen. Ja. Und das ist etwas, wo ich meine, und auch die zwei Herren im Auto bei mir, die haben die Wahl nicht mehr. Die müssen selbstständig sein, die wollen etwas schaffen, ja, die wollen sich der Umwelt was beweisen. Man hat schlussendlich die Wahl nicht. Die Frage ist, was ist der richtige Zeitpunkt dazu und traut man sich schlussendlich. Vielleicht auch ein bisschen sozusagen die Trade-offs. Ja? Was bedeutet das Unternehmerleben? Einen 9-to-5-Job kann man vergessen. Ja? Also das ist Tag ein, Tag aus in der Früh. Ja? Das beginnt im WC, in der Dusche. Ja? Die ganze Zeit ist die Arbeit im Kopf beim Einschlafen. Allein die letzten 4 Jahre, wir haben das Büro 9-mal übersiedelt. Ich bin 5-mal privat umgezogen. Ich habe in Summe sind das jetzt 10 Beteiligungen, 4 Beteiligungen auch wieder verkauft, permanent ein Projekt. Wieder auf die Beine gestellt. Was ist sehr schwierig, als auch vielleicht Rat an junge Unternehmer, Nein sagen zu können. Ja? Nein sagen zu können, wenn man auch als Charakter so verleitet ist, immer Ja zu sagen, weil alles Neues, Spannende ist großartig, da muss man mitmachen, da könnte irgendwas vorbeischwimmen, ja? da könnte man was versäumen. Ja? Auch dazu gelernt, in dem Fall, eine gewisse Fokussierung. Ja? Auch dazu gelernt, und das sind schon ein bisschen auch die Themen, was sind die Ratschläge an Unternehmer oder an potenzielle Unternehmer? Und ich drehe doch ganz gern auf, ermutigend auf, sozusagen für alle, die es werden wollen, weil ich meine, das ist eine extrem großartige Sache. Und einmal Unternehmer, man tut sich ganz schwer, wieder zurückzugehen. Vielleicht eine kurze Frage: Wer von Ihnen ist selbstständig? Und wer ist nicht selbstständig und will selbstständig sein? Oder überlegt sich's? Und wer war selbstständig und ist jetzt nicht mehr selbstständig? 2. Ja. Also der Weg vom Unternehmertum ins Angestelltenverhältnis ist ein anstrengender. Oder es geht auch nicht mehr schlussendlich. Ja. All das, was man kennengelernt hat. Vielleicht jetzt kurz zu den Ratschlägen, ja, um auch die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren. Die Idee selbst, oder sehr oft bin ich gefragt worden, wie viel ist die Idee wert, ja, die Idee an einem Projekt? 5%. Ja. Der wahre Erfolg zeigt sich in der Fähigkeit, die Execution zu machen, das Unternehmen am Boden zu bringen, nicht aufzugeben, und es ist mehr als nur die Idee. Es gibt so viele Möglichkeiten, Ideen zu finden. Ja. Man kann sich Konzepte abschauen, Copycats, was funktioniert in den USA, ich mache es in Europa, es gibt Fruchtsaftstände dort, wieso funktioniert es nicht da, wieso nicht den Chefsniewski nach New York bringen, weiß der Teufel was. Ideen gibt es unendlich viele. Ja. Schlussendlich ist die Frage, bringt man es am Boden und schafft man es. Ja. Was ist auch sehr wichtig? Das Team. Ja. Das Team, nämlich selber die Eigenschaften, hat man Erfahrung, aber auch mit wem lasst man sich ein. Wieso? Gerade wenn man ein Unternehmen der ersten Phase ist, kommt der Moment, wo man irgendwann einmal zweifelt und hadert und irgendwann einmal zum Aufgeben tendiert. Oder wo man einen externen Input braucht. Ja. 2 Leute, 3 Leute, 4 Leute, die stacheln sich immer gegenseitig auf. Ja.
Man kann sich einstellen auf 18 Monate Achterbahnfahrt im ersten Jahr, in den ersten eineinhalb Jahren. Man kann sich darauf anstellen, dass es ein Marathon ist. Man wird nie das Gefühl haben, man ist angekommen. Ich glaube, es gibt auch einen gewissen Suchcharakter in der ganzen Sache. Vielleicht ein paar ganz praktische Sachen. Ja. Kosten niedrig halten, einen finanziellen Puffer haben, kein Fehler, aber auch nicht zu viel Geld aufzustellen. Nicht zu viel Geld aufzustellen, wenn man zu viel Geld ausgibt. Ja. Wenn man verschwenderisch wird. All jene Unternehmer, die beginnen mit einem klassen Büro und mit einem wundervollen Dienstwagen, haben es im Regelfall schwer, da gibt es auch sogar Untersuchungen, keine Hemmung haben, sich selber die Hände schmutzig zu machen. Anders denkt man ja nicht, wenn man angestellt ist, dass man das Klopapier selber einkaufen muss. Was macht man, wenn die Türglocke nicht funktioniert? Ja? Also die ganzen Banalitäten, die irrsinnig zeit- und arbeitsaufwendig sind, sind unglaublich unglaublich neu. Ja. Vielleicht auch zu der Frage, was hat man nicht, wenn man ein junger Unternehmer ist? Was man in der Regelfall nicht hat, ist Zeit, und was man nicht hat, ist Geld. Von der Perspektive, ich würde jedem jungen Unternehmer raten, im eigenen Netzwerk oder durchaus mutig zu sein, ja, an die Tür zu klopfen von einer Person, wo man das Gefühl hat, man kann was lernen, und den irgendwie mit der Idee und mit der Energie zu begeistern und zu begeistern, dass er in einer Art Mentorenfrage, Advisory, Board, Beirat, ja, hilft und unterstützt. Es gibt ganz viele Fragen, wo man als Jungunternehmer nachdenkt, die ganz einfach sind. Diese alte Frage, was für eine Rechtsform nehme ich? Mache ich einen Businessplan? Soll ich dem fragen, damit er mir Geld gibt und so weiter? Die kann man mit der Erfahrung in 2 Sekunden mit Ja oder Nein beantworten. Praktisch denkt man wochenlang über die gleiche Frage nach. Ja? Und diesen Weg zu verkürzen, weil Zeit ist Geld und Geld ist knapp, ist eine sehr wichtige. Ja? Was ist auch noch wichtig auf der Frage, auf der Suche nach Geld? Ja? Wo bekomme ich Geld? Eine interessante Statistik vielleicht: In den USA werden pro Jahr, unglaubliche Zahl, pro Jahr 350.000 Unternehmen gegründet. Von diesen 350.000, 200.000 begeistern einen Business Angel für eine Business Angel Finanzierung. Von diesen 200.000 Unternehmen schaffen es im Weiteren, 1.200 eine Venture Capital Finanzierung zu bekommen. Und von diesen 1.200 Firmen pro Jahr, ein Drittel wird nichts, ja, Bauchfleck, totales Drama. Ein Drittel läuft so lala, ja, never ending story. Und nur ein Drittel, also 400 von diesen 350.000 Unternehmen, wären tatsächlich ein Erfolg. Statistisch jedes Tausendste. Ja, und das ist auch genau dieses Maß an Selbstüberschätzung oder Draufgängertum, was man, glaube ich, braucht, zu sagen, ich schaffe es aber trotzdem, dass ich eins von diesen 1.000 Unternehmen wäre. Auch im Online-Bereich, ein Facebook, ein Twitter, ein YouTube, das wird man alles nicht mehr zusammenbekommen. Die Statistik, ja, die spricht einfach maßgeblich dagegen. Aber man kann mit großer Einsatzbereitschaft und man kann mit Privatleben, keine Frage, das leidet darunter, ein Unternehmen aufbauen, das eine interessante und substanzielle Größe hat. Wo treibe ich jetzt Geld auf, wenn ich Geld brauche? Es gibt Gott sei Dank in Österreich die Förderungen, also diese Zahlen, die ich aus den USA genannt habe. Wir haben in Österreich ein Viertel von den Investments, wir haben in Österreich bei den Viertel von Investments ein Viertel von der Investmentsumme. Das heißt, in Wirklichkeit müssen wir mit einem Sechzehntel von dem Geld auskommen. Ja. Es gibt Gott sei Dank Förderstellen. Business Angels, wie finde ich einen Business Angel? Ich brauche einen Menschen, dem ich vertraue. Ich brauche einen Menschen, der mir vertraut, damit ich mir den ganzen Krampf, die ganzen Diskussionen spare in Zukunft mit Reporting und so weiter, sondern einfach einen Menschen, der mir glaubt und mir einen Rat geben kann. Friends, Fools and Families, ja, keine Frage, die Großeltern, der Steuerberater, Geschwister, ja, die mit investieren können, sind sicher mal die erste Adresse. Und es funktioniert, ja, also die, auch interessant, über 1000 Unternehmen schreiben uns im Jahr, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen, ob wir nicht unterstützen wollen, eine unglaubliche Zahl. Es gibt ein unglaubliches Potenzial. Was wichtig ist: Es braucht Vorbilder, es braucht die Bühne für Vorbilder, weil so viele Menschen inspiriert werden, der hat das geschafft, so gescheit ist er gar nicht. So spannend ist das gar nicht, was er erzählt, das kann ich auch. Ja. Und diese Bühne, überall wo wir sie haben oder wo wir sie auch selber darstellen können, damit andere Menschen sich begeistern lassen,
sollten wir aufbauen oder selbst auch engagieren. Und ich breche nochmal eine Lanze fürs Unternehmertum, großartige Sache. Und ich hoffe, all jene, die aufgezeigt haben bei der Frage, dass, ob sie es mal werden wollen, ja, einfach drüber zu trauen. Und von den vielen Unternehmern nur zwei, die Unternehmer waren und dann nicht mehr da sind, so schlecht ist die Quote dann gar nicht, dafür so glücklich zu sein, dass man es nicht mehr zurückwechseln will. In dem Sinn, Dankeschön. Dankeschön.